ist ein Riesenhaus, was eigentlich alle Möglichkeiten hat. Wir haben 2 MRTs, wir haben 3 CTs, wir haben eine Durchleuchtung, ganz viele Röntgenräume und auch 2 Angiografien. Und da werden wir auch überall eingesetzt. Eine richtige Spezialisierung gibt es bei uns jetzt noch nicht. Deswegen ist es für uns zum Beispiel jetzt sehr gut, hier zu sein, weil wir wirklich dann alles machen können. In vielen Häusern spezialisiert man sich eben und dann macht man halt nur das eine Gerät oder 2 Geräte und so. Und wir haben wirklich jeden Aufgabenbereich und das ist schon wirklich schön hier. In der Angiografie machen wir halt viel sterile Tische, stehen auch steril. Das gibt es auch nicht überall. Ja, wir sind ein ganz junges Team. Das macht natürlich unheimlich viel Spaß hier. Es gibt auch, wenn man Hilfe braucht, nie ein Nein von keinem hier. Und halt die Abwechslung. Also man kann sein, man ist tageweise woanders, wochenweise, stundenweise. Und wenn kein anderer da ist und es heißt Notfall, anderer um 15, wie wo wir jetzt hier sind, dann lässt man alles stehen und liegen, rennt da hoch und macht. Wenn jetzt zum Beispiel ein Schwerverletzter reinkommt, was ja hier schon relativ häufig vorkommt, dann sind wir eigentlich immer so die erste Partei, die da vor Ort ist. Und das ist halt für uns junge Leute sehr spannend, sehr aufregend. Mir gefällt am besten eigentlich, dass, wenn man so medizinisch interessiert ist, dass man wirklich alles mitkriegt. Wir alle brauchen eine Diagnostik, alle brauchen ein Bild. Viele werden von uns behandelt und auch vom Technischen her, dass wir das dann alles so einstellen, dass es passt. Und die Bilder, die guckt man ja nicht nur jetzt an, sondern die braucht man immer wieder zu allen Vergleichen. Und das ist halt schon... Es fordert einfach immer. Ja, genau, immer. Es fordert einen jeden Tag. Es wird nie langweilig. Und es kommt immer irgendein Special, das noch keiner gehört hat und wir das halt zusammen dann meistern irgendwie. Ja, ich finde, man liest relativ wenig über die MTRAs und ich glaube, viele wissen gar nicht, dass es so eine Sparte gibt, wo es so interessant ist. Und ja, durch die Uni könnte das ja durchaus verbreiteter werden, hoffen wir. Die Untersuchungen bleiben die gleichen, es wird vielleicht noch mehr. Deswegen braucht man dringend neue Leute. Bei uns passt eigentlich jeder ins Team, weil wir ganz verschiedene sind und es harmoniert fast immer. Wenn euch unser Video gefallen hat und unser kleiner Einblick in die Abteilung und ihr motiviert seid, in einem gut gelaunten Team zu arbeiten, dann freuen wir uns auf euch.